Hey Leute, herzlich willkommen zurück in Seven Days to Die. Wir sind hier bei der Tankstelle noch dabei. Was sagt ihr? Soll ich mal reingehen und mal gucken, ob da ein Hund rumdümpelt? Ich hoffe mal nicht. Ah, unter Umständen da hinten drin. Hier gibt es doch bestimmt ein paar geile Sachen, ey. So futtermäßig. Oh, was haben wir denn hier? Großvaters irre Soße. Was machte die nochmal? Nimm einen Schuss von Großvaters irre Soße und bekomme einen besseren Preis. Genau, das war das. Können wir besser handeln. Da oben noch was? Nee. Ah, Stofffetzen. Hopfen. Wollen wir mal gucken, was da oben drin ist. Da ist auf jeden Fall wieder ein Buch drin. Und was haben wir hier für ein Buch? Tools Digest. Lerne von den Besten der Branche, wie man eigene Werkzeuge fertigt. Verbessere die Fertigkeit zum Fertigen von Erntewerkzeugen. Ja, schon wieder. Das ist, läuft ganz nice, würde ich mal so behaupten. Hier haben wir noch mal ein bisschen Pippi. Der ist Hammer. Ja, gibt erstmal schön Metall, ey. Da war auch schon ordentlich eingesammelt. Da ist ja fast in jedem Regal was drin. Kunststoffabfall brauchen wir sowieso. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich an den Wasserfilter rankomme. Das kriegen wir schon irgendwie raus. Aha. Das ist fürs Tor, ne? Wir hopfen. Da können wir bald Bier brauen. So. Hier geht's nur raus. Ist das ein Hundezwinger? Zumindest noch keinen Hund entdecken. Da liegt sie. Schnell die Ausdauer sehr weg. Aber da ist er weg. So, ich denke mal, jetzt können wir uns verlangen, mal den Penner-Eintopf reinknallen. Oh, gleich wieder ein bisschen mehr Ausdauer und so. Alter, ey. Also im Hinterhof habe ich immer Panik, ey. Irgendwo ein Hund steht. Aber wir haben noch mal Glück anscheinend. Nächsten Sprit. Oh, das habe ich auch noch nicht. Ah, wieder ein Glas, sehr schön. Der werden wir schon. Den haben wir alles, oder? Können wir den Knopf drücken. Tja, dann sind wir auch erstmal ziemlich voll. Der gehen wir erstmal ablegen. Ja, da ich ja ziemlich blind bin, haben sie das mit den großen fetten Steinen echt gut gemacht. sind wir wieder hier. Lala. Ah, Mist. Ist ausgegangen. Oh, machen wir wieder an. So, was für Krimskram? Schrauben, Knochen. Dietrich bunkere ich mir hier auch erstmal. Rohre, Abfall. Stofffetzen. Nee, ah, hier doch. Baumwolle können wir da auch reinschmeißen. Öl. Na, die kann man auf jeden Fall verkaufen. So. Ressourcen. Da haben wir noch was. Sprit.
ja gleich mal die nächsten beiden Wasser aufkochen. Aha, und aus dem einen Ding machen wir doch auch noch eine Goldrute. Reicht nicht ganz. Na, Futter noch weglegen. Ja, Kartoffelsaat, schon die zweite. Wunderbar. Ah, hier hätten wir noch Samen gehabt. Eine Dose. Ja, ihre Soße haben wir auch. Komm, die Bock haben wir auch erstmal beessen. Boah, Pilzsporen haben wir auch schon. Geiles Fleisch. Ja, hier packen wir erstmal Munition mit rein. Trader Stuff. Aber hier noch Kleber und das. Ah, da sind wir wieder leer. Dann mach ich mir gleich noch ein paar Pfeile. Machen wir erstmal 50. Da haben wir dreimal Goldrute fertig. Der ist hier tatsächlich nicht mit dabei. Der Wasserfilter. Auch über Filter findet er nichts. Tja, 19 Uhr. Damit ich ein paar Level in der Nacht machen kann, wegen Upgraden und so, gehen wir doch jetzt erstmal Holz holen. Naja, das ist Shotgun-Messer, ja. Da könnten wir unsere erste Schusswaffe kriegen, wenn wir Glück haben. Aber da muss ich hier noch was machen. Das kann natürlich auch sein, ne? Das weiß ich gar nicht. Wir brauchen hier noch zwei Stufen. Lala, ey. Unsere Werkbank ist echt noch richtig weit weg. Hier ist dieser Filter auch nicht mit dabei. Hier brauchen wir auch noch zwei. Was geht hier? Da brauchen wir auch noch eins. Noch ein Nest hier vorne. Da kommen schon wieder zwei. Oh. Ich wollte gerade sagen, leg dich doch mal auf den Boden, Mensch. Kommt gleich der nächste und noch einer. Zum Glück weg. Der ist auch weg. Sind alles da aufbauen. Jawohl, auch ein Warnie. Ah, es müsste eigentlich eine Wanderhorde sein. So viele wie da kommen. Da können wir richtig geil XP machen hier. Hoffentlich ist irgendwie kein Hund oder ein Feral dabei. Die ist schon auf Agro. Oh, oh, der ist kaputt. Schnell mal ein bisschen weg. Komm, reparieren wir gleich mit.
die liegt mal einmal. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Holz holen hier. Oh, wenn die mir einen klatscht, kriege ich aber ordentlich Schaden. Geht halt auch nicht tot. Na, endlich. Die gibt mir halt auch 750 XP. Nicht genug Ausdauer. Ein Bogen nehmen hier. Oh, gleich mal wieder einmal daneben. Kriegst noch einen Kopf. Und noch einen. Ey, schön am Ohr vorbei. Der ist auch kaputt. Jawohl, die nächsten 750. Ist ja schon wieder durstig. Das war alles zu anstrengend. Gibt's hier auch noch einen Pfeil hier? Oh, Schluck trinken hier. Da ist wieder noch 30 Ausdauer. Das ist auch noch auf Aggro. Und da ist er weg. Nächste weg. Da ist seine Hand weg. Nein, aber auch. Da kommt nochmal richtig schön XP machen. Stündchen haben wir noch, bis die Nacht wieder anfängt. Wir wollten ja Holz haben. Tja, den Punkt. Wo gönnen wir uns den denn mal? Auf dem Ingenieur wieder? Dürfen wir sowieso erstmal nicht. Oh, müssen wir sogar auf Level 4 hoch. Natürlich übel. Da müssen wir auch auf Level 4. Und hier nur auf Level 2. Da wir am Anfang ja viele Ressourcen brauchen, gebe ich mir den hier drauf. Sind wir schon mal schmächtig. Ja, zumindest kein Schwächling mehr, ne? So, 20 Minuten noch. So viel Holz mitnehmen, wie es geht. Hatte ich ja erwähnt, den Blödsinn von Alpha 20 mache ich nicht nochmal, dass ich nachts mir Holz hacken gehe. Bis ich halt, ne? Coole Waffen habe. Wer weiß, vielleicht können wir ja gleich in der Nacht durch Upgrade nochmal ein Level machen. Noch. So, dann haben wir wieder zwei Wasser. Ich mache mir direkt wieder auf jeden Fall die Goldroute raus. Den brauchst du noch. So, Tisch. Komm.
steht eigentlich im Moment mit der Nahrung. Und wir fangen jetzt hier natürlich an, hoch zu leveln. Das kleine Kabuff hier oben ist ja mehr oder weniger jetzt fertig. Es ist so super dunkel. Lass mal kicken, ey. Wir müssen da unten die Leiter weghauen. Damit die mich nachts nicht mehr stören. Ich meine, der ist schon fast kaputt. Soll ich einfach mal testen, ob es hier einen Wasserfilter gibt, wenn man das kaputt schlägt? Ich meine, wenn man es auseinandernehmen würde, wahrscheinlich eher, aber ich probiere es einfach mal aus, drauf geschissen. Zumindest wieder ein bisschen Kunststoffabfall. So, ist mal verdammt dunkel hier. Es sind zum Glück nicht die übelsten Eisenleitern. So, eine noch. Haben wir gleich ein bisschen Eisen. Noch mal kaputt gegangen. Bogen reparieren wir auch gleich noch. So, jetzt dürfte ihr eigentlich nicht mehr zu uns hochkommen. So, jetzt machen wir hier erstmal dicht. Wir könnten ein bisschen mehr Blöcke gebrauchen. 100, nicht 500, immer 100 her. Da wollen wir auch noch ein bisschen upgraden. Setzen wir mal da an. Komm, Schitz von hier ran. Ja. Es passt. Fahre ich hier runter? Ne, wäre schön. Ja, da müssen wir natürlich irgendwann noch mal eine Stütze drunter knallen. Mist. Die muss, wenn von ganz unten kommen, das ist natürlich scheiße. Dann machen wir die so. Das ist ja hier alles sowieso nur provisorisch. Das soll mir, glaube ich, reichen. Müssen wir eigentlich mal bei den Tradern halt gucken, ob wir da einen Wasserfilter bekommen. Ich bin natürlich für Infos in den Kommentaren sehr dankbar.
Es sind leider auch wieder diese Halbblöcke. Ja, mögen tue ich das nicht gerade. Wir setzen einfach hier eine Mauer hin, bevor die Halbblöcke kommen. So, da machen wir uns einen Balkon hin. Noch dicht. Nee, das ist mir nicht hoch genug. Einer muss noch drauf. Oh, es ist schon wieder so ein Block hier. Das wird aber definitiv Beton sein, ne? Oh ja, 5000. Nee, das klappt mal nicht weg. Erstmal die Ecken hier, sonst komme ich da nicht mehr ran. So schön. So, Ecke, Ecke, Ecke. Wie viel brauchen wir denn? Ach, wir haben es schon wieder gleich geschafft. Upgrade ist so toll. Oh, da ist das nächste Level. Glück haben, schaffen wir sogar noch eins. Natürlich nur, wenn wir genug Holz haben. Nö. Hat uns die Horde zu doll abgelenkt, aber da haben wir natürlich auch XP gemacht. So, hier in die Ecke. Ich könnte mir eigentlich auch noch mal ein paar mehr Fackeln bauen. So, wenn wir in der Mitte, denke ich mal, eine Stütze brauchen. Hier vielleicht später eine Tür rein. Ja, schön versemmelt. So, das haben wir alles. Ja, machen wir dicht. So, da ballern wir auch über welche hin. Ich habe gar nicht abgegradet. Habe ich alle noch nicht, ich Idiot, ey. Nehmen wir erstmal einen noch wegnehmen. Thank you.
Ich würde sagen, ich baue gleich mal so zwei, drei Fackeln. Hier ein bisschen Licht haben. Müsste eigentlich gleich alle sein, ne? Oh ja, ist es. So, sonst kann ich keine Fackel mehr bauen. Ist das immer noch gleich? Ah, Stofffetzen habe ich noch vergessen. Ja, machen wir mal drei Fackeln. Na, da muss ich auch schon bald wieder irgendwann was essen und schon wieder was trinken. Zweimal mehr Goldroot, der Hammer. Was können wir eigentlich bis jetzt machen? Ein Futter. Das Maisbrot, gekochtes Ei, gegrillter Mais, gebackene Kartoffel. Ja, da brauchen wir aber leider auch schon wieder Wasser für. Steht denn dieser Wasserfilter hier irgendwo? Das gegrillte Fleisch kommt als nächstes. Ne, Speck mit Eiern. Gekochtes Fleisch, da ist das gegrillte Fleisch. Und Yucca-Saft wird dann auch schon freigeschaltet. Der ist natürlich geil. Kaffee natürlich auch. Also ich kann natürlich extremst blind sein, aber also ich sehe den Wasserfilter hier nirgends. Ah, da ist er doch, ne? Ne, das war der Tausammler. Ist nur die Station? Kann natürlich auch ein Buch sein. Was haben wir denn hier? Ich glaube nicht. Tja, ich kann dazu irgendwie nichts finden. Hier steht auch nichts drin, ne? Da ist Wasser. Ist denn hier irgendeine Information darüber drin? Na, steht auch nur, dass man den Tausammler bauen soll. Nö, sehe ich auch nichts vom Wasserfilter. Naja, egal. Ich platziere erstmal meine Fackeln. Der war auch schon wieder Durst. Wir werden wahrscheinlich zwei reichen, ne? Ich baller da mal noch eine hin. Ja, das reicht. Ballern wir uns hier draußen noch eine hin.
wieder Durst. Wir brauchen jetzt aber erstmal was zu futtern. Tja, Wasser haben wir leider nicht. Die Eier würde ich eigentlich ungern jetzt dafür nehmen. Die Kartoffeln eigentlich auch nicht. Nein, nicht das Gammelfleisch. Das Fleisch hier. Ich mache jetzt hier dieses Verkohlte. Zwei, 1,30, passt. Oh, dann können wir gleich auch schon wieder los. Wir brauchen Zeitschriften, Zeitschriften, Zeitschriften. Dauert leider ein bisschen. Komm, in der Zeit schnell ein bisschen Bäume hacken. Zwar nicht mehr gerade viele in der Nähe. Ja, und sobald der Trader aufmacht, mal rübergehen und mal gucken, der einen Wasserfilter für uns hat. Baumwolle mitnehmen. Also Goldrute ist jetzt hier nicht so dicke, ne? Da ist noch eine. Mitnehmen. Da ist gleich ein bisschen Holz. Wäre natürlich toll, ne? Oh, nicht getroffen. Mit einem Schuss? Also, ne, außer den, den ich daneben geschossen habe, natürlich. Egal. Jede Menge Fleisch und Leder. Und natürlich Fett. Sehr schön. Oh, erstes Reh gelegt. Dorf weg, scheiße. So, nochmal schnell ablegen hier. Leder hatten wir, Knochen hatten wir, der Rest ist hier für. Nee, das noch, der Rest ist für Futter, ne? Ja. Wieder drei Goldrute mehr. Oder haben wir hier wieder das Ende der Folge erreicht? Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns ja beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.